Ja, liebe Studis, heute kommt mal ein Beispiel, was gar nicht so die reine Statik ist, braucht man eher in den angewandten Fächern wie Massivbau oder Stahlbau. Und zwar, ich möchte etwas erzählen über Grenzlinien. Und das mal am Beispiel einer Momentengrenzlinie. Ich habe also hier einen Zweifeldträger und ich soll jetzt in den Viertelspunkten, also wo sind die Viertelspunkte hier? Jeweils also ein Viertel L weiter, soll ich, das mache ich nochmal, 6 Viertel sind also 1,5 Meter. An diesen Punkten soll ich meinen Moment angeben, und zwar den Bemessungswert des Momentes, und zwar den minimalen und den maximalen. Wenn man jetzt das mit dem Statikprogramm machen würde, müsste man im Übrigen, wenn da steht Viertelspunkte, müsste man 5 Stützstellen anstellen, weil man sieht ja hier, wenn ich das mal durchnummeriere, 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, das Feld hat 5 Stützstellen und auch das zweite Feld hat die Stützstellen 5 bis 9 sind auch 5 Stück. Ich habe mal ständige Last charakteristischer Wert, das kleine k am g, 20 Kilonewton pro Meter und charakteristischer Wert der Verkehrslast 15 kN pro Meter, das QK, und habe also wieder gesagt, die Schubverformung, wie es für fast alle Bauteile ist, kann ich mal vernachlässigen. Die ständige Last soll also hier in beiden Feldern gleich auftreten und die Verkehrslast habe ich unterteilt in QK links und QK rechts. Das heißt, es könnte im ersten Feld eine Verkehrslast sein oder im zweiten Feld oder in beiden Feldern oder in gar keinem Feld. So, durch diese veränderliche Verkehrseinwirkung kann ich also eine Grenzlinie nachher bekommen. Jetzt haben wir hier einen Sonderfall, einen Zweifeldträger mit 2 gleich langen Feldern. Und das heißt, für eine Linienlast ist es tabelliert, was da rauskommt. Müssen wir jetzt also nicht Kraftgrößen- oder Weggrößenverfahren anschmeißen. Und ich habe mal eine Tabelle genommen, die ist zum Beispiel in Schneider-Bautabellen, und habe mal links hier, also tabelliert die Schnittgrößen für eine Linienlast in beiden Feldern, dann hier für eine Linienlast im ersten Feld und hier für eine Linienlast im zweiten Feld. Das PK, das steht jetzt einfach als Überbegriff für irgendeine blöde Linienlast, sei es also eine ständige Last, die wollen wir ja GK da nennen, oder eine Verkehrslast, wenn wir QK nennen, also irgendeine Linienlast. Angegeben sind im Schneider M1 bzw. M2. Das ist hier das maximale Feldmoment. Wobei man aufpassen muss, das maximale Feldmoment ist leider nicht in Feldmitte. Ja. Dann MB. MB ist hier das Stützmoment. A ist hier Auflagekraft am ersten Lager. B ist Auflagekraft am zweiten Lager. Und hier für das erste System ist auch noch die Querkraft B links angegeben. Das ist also die Querkraft ein Schisschen links vom Auflager B. Für die anderen zwei Fälle sind ein bisschen andere Werte angegeben. Dürft ihr euch nicht wundern, es ist immer das angegeben, was man wirklich braucht. Und den Rest kann man sich trivial über Gleichgewicht ausrechnen. Das Ding ist ja einfach statisch unbestimmt, das heißt, wenn jetzt eine gute Fee einfach kommt und hätte uns nur Stützmoment MB zugerufen, wäre auch völlig ausreichend oder eine Auflagekraft A, B oder C. Aber der gute Herr Schneider, Gott hab ihn selig, wollte uns da ein bisschen Arbeit noch mit abnehmen. Im Übrigen M1 und M2 hätte nicht gereicht, weil wir nicht wissen, an welcher Stelle das genau ist im Feld. Ja, also ein Stützmoment zum Beispiel hätte gereicht. So, jetzt müssen wir aufpassen. Wir müssen jetzt also immer unseren Wert der Linienlast einsetzen und bei den Momenten mal L Quadrat und bei den Auflagekräften und Querkräften mal L. So, und wie gesagt, P ist einfach ein Synonym für eine Linienlast, steht hier unten auch nochmal, ja? Also können wir jetzt theoretisch für den Einzellastfall, wir haben 3 Einzellastfälle zu berechnen, die Schnittgrößen ermitteln. Jetzt sollen wir ja in den Viertelspunkten da was ausrechnen. Und das heißt also, ich muss jetzt noch ein ganz bisschen Mini-Statik machen. Ich habe mal als
Ich habe mal angefangen mit der ständigen Last in beiden Feldern. Ich ahne sogar, wie eine M-Linie aussieht. Die wird so aussehen und wird symmetrisch sein, ja? So. Und das heißt, wir müssen das nur im ersten Feld berechnen, dann kann ich im zweiten Feld die Werte da einfach übertragen, ja? Und Viertelspunkt heißt jetzt hier irgendwo, so, irgendwo 5 Punkte über die Feldlänge. Oje, das war wohl zu viel Minztee heute. So, und man sieht hier nochmal, maximales Moment muss ja nun nicht einen Viertelpunkt treffen. Wie machen wir das? Wir machen das am einfachsten über die Auflagekraft A. Die ist ja tabelliert für diesen Fall. Hatte ich auf der vorherigen Folie. Und ich setze jetzt einfach ein 0,375 GK mal Stützweite von 6 Metern. GK war 20 Kilonewton pro Meter. Dann habe ich meine Auflagekraft. Kann das mal einsetzen. 0,375 mal 20 mal 6 macht 45 Kilonewton. Da ist diese Auflagekraft. AK. Naja, und dann schneide ich einfach hier im Abstand von x. Und mache Summe der Momente um den Punkt, wo ich geschnitten habe, also um diesen Punkt. Und kriege dann raus, wenn ich mal Summe der Momente da hinschreiben würde, um den Punkt, wo ich geschnitten habe, dann hätte ich also erstmal AK mal x minus dem Schnittmoment minus, jetzt habe ich hier vom abgeschnittenen Teil die resultierende, die wäre ja GK mal x und hätte einen Hebelarm von x halbe, kommt also raus minus gk mal x Quadrat halbe und das habe ich hier aufgelöst, habe ich mein Ergebnis raus. So, jetzt bin ich also immer meinen Viertelspunkten da weiter marschiert. Können wir nochmal hier als Beispiel bei 1,50 m hätte ich dann mgk gleich AGK 45 mal 1,50 m minus den 20 Kilonewton pro Meter mal 1,50 Quadrat halbe. Ob ich da richtig gerechnet habe, 45 mal 1,5 minus 20 mal 1,5 Quadrat halbe. 45 Stück. So, also 45 Kilonewtonmeter. Oh, stimmt, habe ich da auch hingeschrieben, ja. Man sieht jetzt schon, das ist jetzt ein bisschen doof natürlich, weil dass ich bei 1,50 m und bei 3 Meter jeweils 45 habe, das kann gar nicht, also ist natürlich richtig so, aber spricht erstmal dagegen, dass ich hier mein Maximum erwischt habe. Ja? So, jetzt habe ich ab den 5 Metern. Das ist hier das Stützmoment MB und dann habe ich einfach hier meine Werte von hier oben übertragen. Ja? So, das ist also das sind die Momente in den Viertelspunkten unter der ständigen Last und zwar unter dem charakteristischen Wert der ständigen Last. Jetzt muss ich hier ausrechnen die Verkehrslast von 15 kN pro laufenden Meter, also 0,438 mal 15 mal 6 Meter Stützweite. Sind 39,42. So, und ich habe im ersten Feld wieder geschnitten. Hier ist ja Gleichlast im ersten Feld, will ich ja berechnen. Also nur eine Verkehrslast im ersten Feld. Ganz allein steht sie da. Und gilt natürlich gleiche Formel fürs erste Feld. Ich kann noch mal ausprobieren. Bei 1,50 m wäre jetzt 49,42 mal 1,5 minus 15 mal 1,5 Quadrat halbe. Ja, das stimmt hier nicht. Keine Lust, diesen Lausefilm hier nochmal zu drehen. Minus 15 mal 1,5 Quadrat halbe. 42,26. Ja, das stimmt. Ich glaube, der Rest stimmt auch hier. Kilonewtonmeter. So, jetzt müssen wir nur aufpassen. Wie sieht das denn jetzt im zweiten Feld aus? Das heißt, der fünfte Viertelspunkt ist ja wieder das Stützmoment. Und jetzt ist es natürlich so,
Wenn man das mal aufmalt, Verkehrslast nur im ersten Feld, dann sieht die M-Linie so aus und fällt dann linear auf 0. Bums. So, das heißt, hier diese Viertelspunkte haben wir schon berechnet. Und aus dem Stützmoment hier kann ich einfach linear, zum Beispiel in Feld Mitte, der Viertelspunkt ist einfach die Hälfte. Der hier ist ein Viertel des MBs und der ist drei Viertel von dem Wert MB. Habe ich also hier hinten ausgefüllt. Kann man auch hier so pseudomathematisch da irgendeine Formel hinschreiben. Ist aber, glaube ich, arschlos. Ja, geht ja ganz einfach. So, jetzt brauche ich denselben Unsinn. Noch für Gleichlast im Feld 2. Da habe ich einfach hier hinten angefangen, auf der Seite, und habe Summe der Momente um diesen Punkt hier gemacht. Ja? Hab mein CK ausgerechnet. CK ist jetzt dasselbe, was in dem Verkehrslastfeld im Verkehrslast auf dem ersten Feld war, also 0,438 mal 15 Sechstel. 39,42 kam da hoffentlich raus. Ich guck noch mal als ängstlicher Mensch, ja, kam raus. Ja, und man muss jetzt natürlich, wenn ich jetzt also hier zum Beispiel den ersten Viertelspunkt ausrechnen will, dann ist ja doof, ich habe ja den zweiten hier geschnitten. Ja, machen wir hier so. Viertel. Das wäre jetzt also der zweite Viertelspunkt, also der entfällt Mitte des Feldes 2. Dann muss ich also rechnen, Auflagekraft hier mal, das ist jetzt L minus x, ja, so schwierig nicht, eine halbe Feldlänge mal der Linienlast mal L minus x Quadrat halbe. Ja, der Schneider hat übrigens diesen Verkehrslast im Feld 2 gar nicht tabelliert, weil er gesagt hat, wenn ich doch im Feld 1 das tabelliert habe und der Träger ist sowieso symmetrisch, dann kann jeder Idiot auch Feld 2 eigentlich aus den Angaben für Feld 1 schon rauslesen. Ja, deswegen sind auch diese Zahlen, die hier angeblitzt kommen, das ist dasselbe, was auf der Folie, auf der vorigen Folie steht für Feld 1, halt nur umsortiert. Ja? Das heißt, hier ist MB. Und hier fallen die Werte eben wieder linear ab, weil es diesmal so aussieht. Ja? Also gespiegelt am Auflager B sind die Ergebnisse. So, jetzt müssen wir aufpassen, wir sollen im Moment eine Grenzlinie für die Bemessung herstellen. Für die Bemessung gibt es Teilsicherheitsballwerte für ständige Lasten 1 oder 1,35 und Verkehr 0 oder 1,5. Die 0 heißt einfach, weil ich setze es einfach nicht an. Ja? Ich muss mal aufpassen. Ja, viele Studis sagen immer, der Teilsicherheitsballwert für ständige Lasten ist 1,35. Stimmt aber gar nicht. Ja? Die Norm hat gesagt 1,0 oder 1,35. Wenn man mal so im Kleingedruckten guckt, da, dann steht aber auch drin, wenn man jetzt also hier GK hat, dann hat die Linienlast auf ganzer Länge entweder 1 oder 1,35. Ja? Ich muss jetzt hier nicht sagen, im Feld 1, 1, 0, im Feld 2, 1, 35. Ja. Gibt noch einen Haufen Kleingedrucktes. Könnte am einfachsten, ich habe hier nur einen Normverweis gemacht, in die Tabelle mal gucken. So, also jetzt müssen wir gucken, eine Bestimmungsgleichung für den Grenzzustand der Tragfähigkeit. Ich habe jetzt hier mal aufgeschrieben, das ist hier Bemessung normal, kann ich das mal nennen. Und das ist außergewöhnlich. Außergewöhnlich hat man im Hochbau kaum, außer mal im Keller knallt ein Gabelstapler gegen die Wand oder sowas, ja. Also wir wollen mal die hier machen und was sollen wir machen? Die ständigen Lasten mit ihrem Teilsicherheitsballwert, die Vorspannung haben wir nicht in unserem Beispiel und dann die führende Verkehrslast, also die Leiteinwirkung mit ihrem Teilsicherheitsballwert. Und mehr, da wir keine weiteren Verkehrslasten haben, entfällt hinten, da könnte noch so Schnee und Wind oder irgend sowas angerollert kommen. Alle vertikalen Verkehrslasten, also im Feld 1 und Feld 2, zählen zusammen als eine Verkehrslast, also als QK1. Dieses Plus hier, das heißt nicht addieren, sondern gleichzeitig ansetzen. Also wir sollen die ständigen Lasten ansetzen und gleichzeitig noch die Vorspannung, falls vorhanden ist, und gleichzeitig noch die Verkehrseinwirkung.
Könnt ihr zum Beispiel mal in dem Vortrag über Brückenbau gucken. Da gibt es einen Teilvortrag, der heißt Schnittgrößenermittlung. Da habe ich es mal ein bisschen ausführlicher erklärt. Im Brückenbau gibt es ganz, ganz wahnsinnig viele Lasten. Ja, und da habe ich mal ein bisschen was erklärt, wie man das wohl so macht. So, dann noch Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit. Hier sieht man schon, hier gibt es keine Teilsicherheitsbeiwerte, aber hier gibt es genau wie hier oben die sogenannten Psi-Beiwerte. Psi, wie der Reifendruck bei den Amis. Und das sind die Kombinationsbeiwerte, die sollen berücksichtigen, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass meinetwegen der volle Verkehr mit dem vollen Wind und dem vollen Schnee gleichzeitig auftritt. Ja, aber wir sollten ja Grenzzustand der Tragfähigkeit ermitteln. Also wir nehmen diesen Kram hier vorne. Also das ist unsere Bestimmungsgleichung. Ständigen Last mit ihrem Teilsicherheitsbeiwert und Verkehrslast mit ihrem Teilsicherheitsbeiwert. Und bei der Verkehrslast müssen wir mal gucken, auf beiden Feldern, auf keinem Feld oder auf dem linken oder auf dem rechten Feld, was ist ungünstiger. So, hier nochmal zurück bei den... Habe ich gar nicht ausgedruckt. Fehlt hier eine Seite? Eigentlich habe ich hier irgendwie eine Seite zwischen, wo man die Psi-Beiwerte herkriegt. Die Psi-Beiwerte stehen auch hier in der DIN EN 1090. Ja? Muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt Psi-Beiwerte für den Hochbau und es gibt Psi-Beiwerte für den Brückenbau. Muss man die richtigen raussuchen. So, hier haben wir aber nur einen Verkehrslastfall, nämlich vertikale Verkehrslast im ersten oder zweiten Feld zählt als ein Verkehrslastfall. Und das heißt also, wir müssten jetzt hier bilden G, Gamma G mal MGK plus Gamma Q mal MQK. Das wäre unser MED. Beim Gamma G müssen wir immer überlegen, 1,0 oder 1,35. Hier müssten wir überlegen 0,0 oder 1,5 und das heißt, müssen wir es ansetzen oder müssen wir es nicht ansetzen. Gucken wir mal den ersten uns an. Also ich gucke mal MED-Min. MED-Min hieße, wenn ich hier mal gucke, irgendein blöder Viertelspunkt. Das wäre jetzt also der dritte Viertelspunkt. Also diese Zeile hier zum Beispiel. Ja. Was muss ich dann überlegen? Also die ständige Last steht sowieso in beiden Feldern. Und bei der Verkehrslast muss ich immer überlegen, ansetzen oder nicht? Muss ich für jeden Viertelspunkt überlegen. Wenn ich es ansetze, die Verkehrslast, dann sowieso immer mit 1,5. Ja? Und für ständige Last muss ich hier immer überlegen, für die ständige Last in beiden Feldern, welches Gamma G muss ich ansetzen. Das können wir mal gucken. Erster Viertelspunkt ist leicht, ja, da werfen alle Momente hier sowieso 0 aus. Da ist also Min und Max offensichtlich 0. So, zweiter Viertelspunkt, gehe ich mal durch. Also ständiges Moment ist 45, 1,0-fach. Ja? Und ich soll jetzt minimales Moment rauskriegen. Minimal muss man sich so vorstellen, es gibt einen Zahlenstrahl, der geht von plus unendlich. Also von minus unendlich zu plus unendlich, hier ist 0. Und minimal heißt, wir müssen auf dem Zahlenstrahl möglichst weit nach links. Egal, ob die Zahl plus ist oder minus, möglichst weit nach links. Maximales Moment, möglichst weit nach rechts. Ja? Ich mache das hier mal so einen großen Schlenker. MED min, möglichst weit nach links. Und MED max, möglichst weit nach rechts. Also wenn wir möglichst weit nach links wollen, dann muss dieser Wert, der ist ja schon positiv, möglichst klein werden. Also nehme ich dort 45 mal Gamma G 1,0. So, jetzt gucke ich mir die Verkehrslastfälle an. Die eine Verkehrslast wirft was Positives aus, das kann ich nicht brauchen für Min. Die andere minus 8,37, also minus 8,37 mal 1,5. Das wäre hier die 32,45. Wenn ich mir jetzt die 124,14 mir angucke, dann muss ich ja, soll ja Max werden, alle positiven möglichst groß machen, alle negativen möglichst klein machen. Also 45 mal 1,35
So, plus diesen 42, 26 mal 1,5. Aber die 8,37, die setze ich natürlich nicht an. Wenn ich die ansetzen würde, sind ja negativ, würde ich ja jetzt was abziehen. Also diese Kombination gibt 124. So, jetzt müssen wir mal gucken. Gehe jetzt mal zu dem fünften Zehntelspunkt hier und gucke mir jetzt mal Min an. Also, dann kommt raus, MED Min ist minus 90, muss ich also möglichst groß negativ machen, also mal 1,35. So, jetzt 33,48 ist ja schon negativ. Ah, das ist günstig für mich. Ich will ja MED Min machen. 33,48 mal 1,5, das wäre Verkehrslast im Feld 1. Und jetzt, das ist ja mal Feld 1 Verkehr. Und das ist Feld 2 Verkehr. So. Und jetzt habe ich da auch noch die minus 33,48 aus dem anderen Verkehrslastfall. Die muss ich jetzt auch 1,5-fach ansetzen. Das gibt hier die 221,94. Dagegen, wenn ich an diesem Zehntelspunkt MED Max ausrechnen will, muss ich minus 90 mal 1,0 nehmen, weil das ist ja negativ. Also muss ich möglichst wenig davon nehmen. Und die beiden anderen also die Verkehrseinwirkungen bringen ja negative Momente, also ist es minus 90. Ja? Das ist also hier die Zahl. So schwer ist das nicht. Das macht der Rechner für uns sowieso. Und üblich ist in der Statik sind Zehntelspunkte. Ja? Zehntelspunkte. So, also Zehntelspunkte. Und eins muss man noch sagen, Superpositionsprinzip muss gelten. Prinzip muss gelten. Das bedeutet also, doppelte Last gibt doppelte Schnittgröße, mal ganz blöd gesagt, ja? Es gibt manche Fälle, da gilt so etwas nicht. Also doppelte Last gibt doppelte Schnittgröße, siebenfache Last gibt siebenfache Schnittgröße, gibt auch siebenfache Verformung. Wann gilt sowas denn mal nicht? Zum Beispiel bei Theorie zweiter Ordnung, da gilt Superpositionsprinzip nicht, da müssen wir unsere Grenzlinie ein bisschen anders erzeugen. Das gibt aber einen extra unnützen Film. So. Auch bei Plastizitätstheorie und bei ganz absurden Sachen, nichtlinearer Berechnung, wenn man also Rissbildung zum Beispiel im Stahlbeton berücksichtigt, dann dürfen wir das hier so nicht machen. Ja? Aber in der Regel gilt Superpositionsprinzip, wir dürfen das machen. Hier nochmal unser Ergebnis, das ist also GK in beiden Feldern. Das ist jetzt hier QK im ersten Feld. Das ist QK im zweiten Feld. QK links und QK rechts dann, ja. Im Übrigen, es gibt ein Statikprogramm, sehr schönes, für Umme zum Ziehen. Das heißt Stab 2D, ja. Das ist jetzt hier nicht mit Stab 2D gerechnet, aber mit Stab 2D könnte man immer alles nachrechnen, was ich hier mal so erzähle, ja. So, und jetzt unsere kombinierte Linie. Das ist die Grenzlinie. Grenzlinie. M-Grenz. Und jetzt spuckt also man kann jetzt ganz zum Beispiel sehen, im Feld kann das Moment zwischen diesem Wert und diesem Wert, bleibst du da, liegen. Und an der Stütze zwischen diesem Wert und diesem Wert zum Beispiel, ja? Dazwischen kann das Moment immer liegen. Und weil das Programm hier diese Werte nicht ausgibt bei mir, habe ich das nochmal einzeln ausgegeben. Ja? Das heißt also, das ist immer die Min-Linie. Wie habe ich das genannt? MED Min. Und das ist MED Max. Und dann wäre diese Linie hier MED Grenz. Ja? Und das heißt, manchmal müssen wir zweimal bemessen. Zum Beispiel hier an diesem Viertelspunkt kann was Negatives oder kann was Positives rauskommen. Das heißt, einmal könnte Bewährung unten erforderlich sein für einen positiven Wert, aber auch Bewährung oben,
für den negativen Wert. So, ja, und für die fleißigen Studis zu Hause habe ich hier die Querkraftgrenzlinie mal als Ergebnis dargestellt. Ja, das ist sie. Das sind nochmal die Einzelteile hier. Das ist Min, das ist Max, damit ihr ein bisschen besser kontrollieren könnt. Ja, ich glaube, kann vielleicht der eine oder andere für seine Hausübung auch verwenden in anderen Fächern. Ich würde mal sagen, ich mache eine Grenzkatzenlinie drunter.